Und hatte dann auch mich interessiert, schon in Berlin, für Oskar Sala. Oskar Sala hatte ja das Trautonium mit Professor Trautwein entwickelt. Richtig. Und viele der Klänge, die Sie eben in dem Stück gespielt haben, sind angeregt durch Klänge, die auf dem Trautonium möglich sind. Das sollten wir vielleicht etwas näher erklären, weil das unseren Zuhörern vielleicht nicht so vertraut ist. Sie sind ja, wenn man es genau nimmt, auch ein Pionier gewesen der Entwicklung der elektronischen Musik. Das Trautonium war ja letztlich das erste oder eines der ersten elektronischen Instrumente und Sie waren einer der ersten Komponisten mit Hindemith zusammen, der Stücke für dieses neuartige Instrumentarium komponierte. Das war ja doch eine Aufbruchsstimmung in Berlin damals, die in diesem Kreis vorhanden war, zu neuen Klangwelten, zu ganz ungewöhnlichen Dingen weg, oder sagen wir mal, vielleicht nicht weg, aber doch alternativ zum traditionellen Instrumentarium. Das, denke ich, war bewusstseinsmäßig eigentlich doch ein gravierendes Erlebnis. Ja, mich hat das natürlich sehr interessiert. Ich war mit Sala befreundet und wir durften ja als einzige Gäste Hindemith in seiner Wohnung besuchen und oft wurde über solche Dinge gesprochen, was da möglich sei und wie man ein solches Instrument entwickeln kann. Und Hindemith hat Professor Trautwein auch öfters beraten, zum Beispiel, dass es ein Instrument ist mit Saiten, auf denen man, die Saiten kann man verschieden stimmen, dann sozusagen vom höchsten Lagen in die tiefsten Lagen spielen konnte. Es war damals sozusagen eine Art Geige, die auch bis zum Kontrabass runterreichte. Und damals habe ich in Breslau schon verschiedene Stücke geschrieben für Sala. Und dann kam ich nach Berlin und da habe ich dann eine endgültige Fassung gefunden für das Trautonium, erste Trautonium-Konzert. Was ja heute, weil Sala jetzt sich mehr der Filmmusik zugewendet hat, Gott sei Dank auf Schallplatten. Es gibt eine CD mit dem Konzert und das Stück wurde dann sehr prominent aufgeführt in der Berliner Philharmonie. Und der dortige Intendant der Berliner Philharmonie hatte Verständnis dafür und Schurich dirigierte, natürlich ausgezeichnet, und Sala war ein wirklicher, echter Virtuose. Er hat zum Beispiel als Penela schon Klavierkonzerte mit Orchester gespielt, als Penela. Ja. Und spielte das ausgezeichnet und das erregte natürlich einiges Aufsehen. Und damals habe ich mir, wie man so sagt, zum ersten Mal eine Art Namen gemacht mit dem Stück. Gensler schrieb mir ein Konzert für Trautonium und Orchester. Das haben wir mal mit dem Rundfunk-Trautonium aufgeführt, aber ich merkte schon bald, das ist zu kompliziert, das war nicht für Transport gemacht. Und da habe ich dann ein neues konstruiert, ein Konzert-Trautonium. Es sah fast so aus wie das, auch so ein Spieltisch. Und mit dem haben wir dann Gensmers Konzert zum ersten Mal an großer Stelle in der Berliner Philharmonie, damals noch Bernburger Straße, mit dem Berliner Philharmonischen Orchester und Karl Schurich als Dirigenten aufgeführt. Das war im Oktober 1940. Auch, das in Bezug auf Bekanntheitsgrad auch eine wichtige Rolle spielte. Ja, damals wurde es in sehr vielen Städten gespielt. Ja. Und auch nachdem das Dritte Reich vorbei war, wurde es auch gespielt. Und dann 1952 habe ich ein zweites Stück gespielt, ein Stück für Mixturtrautonium, was auch noch neuartige Klänge erzählt, die man nicht in Noten aufschreiben kann. Aber ganz neuartige Klänge. Und das ist auf der anderen Seite der CD drauf, sodass auch heute die Leute sich noch einen Eindruck von dem Stück machen können. Und das wurde sehr gut uraufgeführt im Südwestfunk mit Rossbaut am Pult. Und ist dann in vielen Städten gespielt worden. Berliner Philharmonie natürlich, da hat Zawalisch gemacht. Also solche Dirigenten haben sich dafür damals eingesetzt. Und Sala hat sich dann ganz anderen Dingen zugewendet. Ihn interessierte diese neue Klangwelt so, dass er dann
hauptsächlich sich dem Film zugewendet hat. Ja. Und er hat ja zu dem Film Die Vögel von Hitchcock eine Art, es ist kein, nicht Musik im üblichen Sinne, eine Art neuer Klangwelt geschaffen.